Das Beste kommt hier nicht zum Schluss, sondern gleich zu Beginn. Erasmus Grassas berühmte Moriskentänzer. Exotisch angezogen tanzen sie die Springtänze, die damals an den großen Höfen aufgeführt wurden. Herzog Albrecht IV. War es, der Grasser damals um 1480 den Auftrag dafür erteilte. Die Skulpturen bekamen ihren Platz im Tanzsaal der Stadt München. Grasser gelang damit der Durchbruch. Wenn man jetzt diese Originale sich wirklich mal genauer anschaut, dann haben die ein Leben, ein Werf, eine Dynamik, eine Expressivität, die man von einem Künstler aus der Zeit kurz vor 1500 eigentlich gar nicht erwarten kann. Und wenn man sie sich anschaut, also gerade diese Namensbezeichnungen stammen aus dem 20. Jahrhundert und sind natürlich sehr erzählerisch gehalten. Also den Hochzeiter zum Beispiel, das ist die erste Figur. Den Mohren, also so einen echten Mohr, den hat auch noch nicht jeder gesehen gehabt in München um 1500. Der ist also auch ganz echt und naturalistisch auch gegeben. Naturalistisch und emotional, das zeichnet Grassas Stil aus. Seine Skulpturen erzählen hauptsächlich die Leidensgeschichten der Kirche. So zählt das Chorgestühl der Münchner Frauenkirche zu einem seiner bedeutendsten Werke. Und davon werden hier 35 Apostel, Propheten und Heilige gezeigt. Erasmus Grasser zeichnet sich dadurch aus, dass er einmal die Bewegtheit der Figuren, wie man sie beim Moriskentänzer sieht, zum Ausdruck bringt. Zum anderen zeigt Erasmus Grasser sehr lebendige Gesichter, die der Natur sehr nahe kommen. Die sind nicht schön, sondern zeigen lange Nasen, schiefe Münder und sind sehr ausdrucksstark, was man in der Art bei wenigen Künstlern dieser Zeit sieht. Die bildschnitzerische Qualität Grassers zeigt sich vor allem beim Heiligkreuzaltar aus der alten Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Ramersdorf. Hier schildert Grasser die Passionsgeschichte. Die Rekonstruktion des Hochaltars aus der Münchner Kirche St. Peter ist ebenfalls ein Highlight der Ausstellung, die sich Bewegte Zeiten nennt. Als Erasmus Grasser in München tätig war, war München als Stadt zwar sehr wohlhabend, auf der gleichen Seite war es kurz vor der Reformation, es standen viele Fragen an und politisch gab es sehr viele Umbrüche. Daher hat er seine Skulptur in bewegten Zeiten gemacht. Insgesamt sind rund 70 Werke von Erasmus Grasser ausgestellt. Sie sind hauptsächlich Leihgaben der Erzdiözese München und Freising sowie vom Diözesanmuseum Freising. Bewegte Zeiten, zu sehen ab sofort bis zum 29. Juli im Bayerischen Nationalmuseum.